So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Varo und vielleicht auch die letzte. Hallo Deda. Ich wollte gerade sagen, hallo Tobi Leute, das ist Teenie Nation in der 26. Folge und es ist vielleicht unsere letzte, vielleicht für Tobi schon direkt Genau. nach dem Einloggen, vielleicht für mich auch. Ich hoffe es einfach nicht. Falls ihr letzte Folge gesehen habt, das Ende, Leute, ihr habt jetzt noch mal eine kurze Sekunde, um euch das anzuschauen. Okay, ich gehe Genau. jetzt davon aus, dass Nee, alle jetzt. wissen, was da passiert ist. Tobi, wir machen 3, 2, 1, wenn wir raufgehen, ja? Ja, auf jeden Fall. 3, 2, 1, rauf! Und drauf. Bitte, bitte lass uns nicht sterben, bitte lass uns nicht sterben. Oh Gott, ich lebe noch, ich lebe noch. Oh Gott, bei mir sind richtig viele Mobs. Creeper direkt neben mir, alter Schwede! Zwei Creeper Ja, direkt bei neben mir mir! auch. Bei mir auch. Noch ein Creeper! Es sind zwei Creeper neben mir, ich explodiere! Ja, Ich habe überlebt, ich habe überlebt, hab überlebt! Wo bist du? Ich auch. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Oh, Tobi! Oh Gott. Ich bin auf 4 Herzen. Okay, aber brauchst du einen Heilungstrank oder hast du was? Lass mal ein bisschen hier weg, einfach nur okay, vor dem Mobs. Spark auf Phoenix und Karsch sind auch auf dem Server. Genau. Uop. Sonst aber niemand, okay. Gegen die wollen wir halt jetzt auch kämpfen. Das ist auf jeden Fall der Plan, Leute. Ich Wo ist eine bin Hexe jetzt denn schon hier? richtig aufgeregt. Alter, überhaupt, dass wir über das überlebt haben. Wie viele Herzen hattest du? 4 hatte ich. 4 Herzen, okay. Und hast noch gebrannt? Nee, ne? Nee, ne. Mein Brand war auch vegan. Dann kommen 2 Creeper an, Leute, weil falls ihr letzte Folge jetzt nicht gesehen habt, ich hoffe, ihr habt es alle gemacht, ja. Aber wir sind brennend nach dem Wurf einer Enderperle instant ausgelockt worden. Und wussten nicht, wie viel Herzen wir haben. Wir wussten nicht, wie viel, ob das Feuer noch weiter brennt. Und wir wussten ja, nicht, ob wir in der Schutzzeit aufhören, verbrennen in können. Die Leute sind ja richtig weit weg. Hier ist ein Enderman. Kill den. Oh ja, kill den, weil wir brauchen unbedingt noch. Hast du ein anderes Schwert noch? Ja, ich habe noch ein anderes Schwert. Mein gutes. Komm schon, ich brauche eine Enderperle! Also wie lange denn? Jetzt, ja, ich habe eine. Nice, sehr schön. Nein, bei einer Enderperle ist halt so übel Überraschungseffekt. Vielleicht können wir es gleich auch echt gegen die nutzen. Ja. Puh, weil das Ding ist, Spark und Karstkräfte, Leute, die haben mit das beste Equipment im Spiel im Moment, weil die einfach Na, richtig die haben krass auf jeden lang Fall gefarmt haben. Richtig gute Rüstung. Und ja. richtig viel Level haben und alles fett verzaubert haben und so weiter, alles Dia. Und die haben gleich Protection 4 teilweise auf der Rüstung. Ja, genau. Denke ich sogar komplett, keine Ahnung. Aber es ist halt ein Team, was wir PvP-mäßig eventuell hinbekommen könnten. Richtig. Also Karstkräfte ist, glaube ich, recht gut. Stärker als ich, glaube ich, sogar. Also, ne, ist halt schwer, würde ich sagen, aber. Aber ich glaube, Karstkräfte ist besser als ich, aber ich glaube, ich bin besser als Marco Phoenix und ich glaube, du bist besser als Karstkräfte. Also das sowieso. Ja. Ja, genau. Also, aber die haben halt besseres Equipment. Jetzt die Frage, Leute, ja? Skill versus Equipment. Ja, und Equip ist halt in Varo wirklich echt fast alles. Einfach, weil du halt so schnell down bist. Vorsicht, Schluck. Und weil wir auch keine Goldäpfel haben, außer ich habe noch einen, ja, genau. glaube ich, ja. Ja, ich habe 2, ne? Ich habe 2, okay. Oh, ein bisschen kalt auch, aber hier ist durch, Leute. Warum sind meine Hände kalt? Ich hasse es. Ich hab das Fenster lange nicht mehr aufgehabt heute. Ich habe die Heizung voll auf. Wieso ist es mir kalt? Es kann doch nicht ja, wahr sein. Das ist aber immer so. Es ist so eklig einfach. Puh, Tobi. Die sind vorsichtig, weil die sind ja schon da und wir sind davon schon in der Spawn. Das muss nah beieinander bleiben, nicht dass ja. die uns Denk überraschen. Wer weiß, was die machen hier, die Spinne. Ich denke mal, die müssen aber auch noch hier hinkommen. Okay. Ja, denk schon. Okay, lass aber kurz mal hier stehen bleiben und ein bisschen Inventar sortieren, weil meins ist noch nicht 100% fertig. Na, meins ist fertig. Auch gut. Okay, ich habe nur den Power 3 Bogen, mehr habe ich leider noch nicht. Gehen. Mir fehlen nicht mehr viele Level dafür, aber schon noch einige. Soll mal sterben, ich will nicht mein anderes Schwert. Ich will auch nicht mein Schwert benutzen, ich hab das extra schon weggepackt hier. Ja, lass mal ein bisschen noch hier rumrennen, wir sehen dir. Okay. Ich hab noch keinen Lava-Eimer, oder? Nee, ich habe auch keinen, ich kämpfe sowieso nicht mit Lava, ich mag das nicht. Also. Ich mag das nicht, ja. Tobi, das ist ja keine Frage von mögen oder nicht, es geht um Leben und Tod. Natürlich, ich hab mein Wasser-Eimer, das heißt, wenn dies macht, kann ich mich löschen. Okay. Na gut, wenn du das nicht siehst. Oh Gott, ich bin da weg von dir, okay. Nee, die sind weit weg. Oh Gott. Da vorne sind sie, sie haben uns auch gesehen. Okay. Ja. Das ist kein Wasser mehr im Spawn, ist alles weg. Mhm. Ah, ja, alles. Oha. Naja. Die Wasserära ist vorbei, Leute. Oh, da kommen die ersten Pfeile und die brennen. Oh, die haben keine echt. Brennenden Pfeile. Aber die haben auch keine Unendlichkeit. Und aber die haben ultra viele, mit Sicherheit. Oh. Die haben mit Sicherheit ultra viele. Okay, wir können, Alter, wir können nichts machen gegen Feuerpfeile. Oh Gott, Vorsicht, Tobi. Lösch dich. Alter, die, oh Gott, die machen Schaden. Wollen wir ein bisschen weggehen?
Ich nehme einfach einen Heiltrank. Okay, okay. Weil, oh Gott, weil die dürfen uns nicht treffen. Also wir dürfen nicht irgendwie mit, das wäre so, oh, das wäre so dumm, wenn wir mit Feuerscheiße da in den Kampf gehen. Ja, ich muss was essen. Vorsicht, schießen die ganze Zeit hier auf uns. Wir im Nahkampf haben wir bessere Chancen, sage ich. Eben, genau, ja, eben, das meinen wir. Aber die Frage ist, wir müssen irgendwann rauspicken, oder? Ja, Castcrusher, wenn es geht. Hopp, machen sich ein bisschen. Hab einmal eingetroffen. Oh fuck. Ich meine, sollen wir mit der Enderperle irgendwie raufgehen, irgendwie so eine Art? Komm mal hinter. Wenn die hier rüberkommen, dann lass einfach versuchen. Okay, okay. Gold abweisen hier noch nicht, ne? Ja, doch, SSS. Ich rauf, ich bin auf Schlag, ich bin auf Schlag. Okay, Ich komm her, weiter Castcrafter! Spack, Castcrafter, ja, Essen, Lava. Okay. Wir gehen auf Castcrafter. Cast. Ich muss weg. Okay. Halbes Herz. Halbes Herz, ich würde sterben. Ich erinnere mich weg. Okay, ich schaffe es. Ich will mit der Enderpelle weghauen. Oh Gott, ein Schuss und ich kann tot sein. Okay, ich lebe noch, Tobi, ich lebe noch, kann nur zwei Bubbles nehmen. Wo bist du, siehst du mich? Die sind doch bei mir irgendwo. Ich sehe da einen, siehst du mich? Ich komm zu dir. Ich seh dich. Ich komm zu dir, okay, ich bin gleich wieder voll, aber ich hab kein Goldapfel mehr. Ich auch nicht mehr, ich hab nur noch Tränke. Okay, oha. Lösch dich. Ja, danke. OLED, die sind OLED auch wieder drauf. Dr. Banks, okay, die sind ja auch in der Nähe, scheiße. Schaltung, wir haben echt nichts mehr. Fuck! Lösch dich. Oh, ja. Shit. Alter, diese scheiß Feuerpfeile, weil wir sowas nicht haben, sind wir voll im Nachteil, aber wir können es halt auch nicht bekommen ohne Level 30. Ja, genau. Scheiße. Und Winnie Craft ist auch drauf. Oh shit. Okay, das wird die letzte Folge sein. Oh Gott. Ja, wollen wir einfach gleich nochmal einen Nahkampf probieren? Ich weiß nicht. Müssen wir eigentlich, wir haben keine großartige andere Möglichkeit. Ja, ich esse was. Voll ist der Kampfpfeiler? Oh Gott. Ja. Mann! Das ist ultra nervig einfach. Die ganze Zeit sind wir nur am Löschen. Und die haben halt so viele Pfeile, die können halt auch die sich leisten, die ganze Zeit hier zu. So weiter zu machen. Ich hab gleich auch keine Tränke mehr. Von mir aus können wir nochmal versuchen. Ich glaube, es ist besser, als immer nur vor dem wegzurennen gegen die Feuerpfeile. Das stimmt wohl. Wollen wir raufgehen? Ja, von mir aus. Wir müssen, wenn es geht, auf Castcrafter gehen. Okay. Du musst mich löschen. Vielleicht können wir jetzt, bist du bei mir? Ja, ich bin bei dir, bei dir. Oh Gott, ich muss mir auch jetzt löschen. Oh Gott, ey, Mann, diese scheiß Feuerscheiße. Okay, Spark und Phoenix rauf, oder was? Ich muss mich löschen. Oh, ich auch. So schnell immer. Ich brenn schon wieder. Das ist ultra nervig. Lass mal hier hinter den Hügel, wenn es geht, und dann... Mhm. Wenn die kommen, dann einfach im Nahkampf, dann einfach echt scheiß drauf. Ob es jetzt klappt oder nicht. Ich hab grad voll wenig Leben. Okay. Also gerade brauche ich noch ein bisschen. Ich lade gerade wieder auf. Oh, ich hab nur Hälfte Leben. Diese scheiß Feuerpfeile, Alter! Pfeile haben die? Du müsst doch schon einen Stack auf uns geballert haben. Die haben fast unendlich Pfeile, das ist auf jeden Fall. Wir haben halt nicht mal. Lass hier irgendwo in den Wald abhauen, wo die uns nicht treffen können, okay? Lass euch in den Wald rein, weil die sind zu offen die ganze Zeit gewesen. Die sind ja auch nicht so gute Schützen, also es ist ja nicht so, dass wir nichts machen können eigentlich. Nein. Ich bin hinter dir. Okay, weil hier können wir uns immer verstecken in den Bäumen so ein bisschen. Das ist voll was. Hier können wir auch richtig gut im Nahkampf kämpfen sogar. Okay, ich muss kurz Essen nach vorne holen, okay? Muss mich kurz schützen, ich muss kurz einmal anhalten und so halte ich jetzt an. Okay, ich habe auch nur noch zwei Healing Potions. Okay, aber ich habe auch nur noch drei. Hab volles Essen und alles. Wo bist du? Okay. Ja, lass hier irgendwo rauf, gib die. Von oben runter können wir. Okay, rauf. Schlag ihn. Ich nehm halt dran. Oh fuck, ich muss ab. Oh Gott, ich bin fast down. Wegen Brennscheiß brennen aber auch nur. Ah! Ich bin unten, Spark. Help me. Ja, ich komme. Ich bin down. Ah, oh, scheiße! Mann! Ich auch. Oh, fuck. Ah, aber es war ein guter Kampf, Leute. GG auf jeden Fall, die beiden. Schade, ich glaube, das war sogar relativ knapp nochmal. Ich glaube auch, es könnte sehr knapp gewesen sein am Ende, Leute. Ach, ja, auf jeden Fall. Wir hatten übelst den Nachteil.
Dadurch, dass wir keine Feuerpfeile hatten, konnten wir halt echt... Ah, oh, waren wir durchgehender Defensive. Echt schade. Ja, ja. Aber gut, aber es war von gut denen. Von denen gemacht. War auch echt schön, dass die sich immerhin auch richtig dazu entschlossen haben, so richtig offensiv zu kämpfen. Also, ja. War zumindest echt ein cooler Kampf, fand ich. Also hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Einfach so aufgeregt einfach. Ah, oh, Gott, aber also was man halt sagen muss, die hatten besseres Equipment, aber Kargo ist halt Varo so. So ist eben Varo. Es kommt eben auch, also wenn jemand halt, keine Ahnung, 25 Folgen halt sich darum kümmert, ein gutes Equipment zu haben, dann hat er das natürlich auch verdient, ja, genau. Damit am Ende dann auch einen Vorteil zu haben so. Und ja, okay. Wir haben uns eben dazu entschlossen, häufiger zu kämpfen und nicht nur auf Equipment zu gehen und hatten jetzt ein bisschen was Schlechteres. Egal Leute, es war aber ein fairer Kampf, gut gemacht von denen, Respekt an die, mal gucken, wie weit die jetzt noch kommen. Aber ich finde, wir haben ein cooles Varo gehabt, oder? Ja, auf Tobi. Jeden Fall, war ein super, super cooles Projekt einfach. Ich glaube, wir hätten auch beide einfach nicht gedacht, dass wir einfach so lange leben. Nee. Ich glaube, das hat auch einfach niemand gedacht. Und aber ich weiß nicht. Auch die Zuschauer bestimmt nicht. Hat einfach so Spaß gemacht. Ja, das genau. War richtig cool. Ich fand es auch nicht, der Kampf war jetzt auch cool am Ende, weil es war nicht so, dass wir uns irgendwie dann irgendwie von jemandem abgeschnitzelt wurden. Wir wurden nicht weggespawnt oder so. Wir haben auch sogar echt gar nicht mal schlecht im Team gekämpft, muss ich sagen. Ja. Eigentlich. Also da jetzt am Ende, ich sag, bei Castcraft war es sogar etwas knapp, muss ich sagen. Oder halt und hätten wir einen bekommen von denen, dann wären die weg gewesen. Ja, genau. Und wir hatten halt keine Gold-Äpfel mehr hinterher. Ist ja. Also wir hatten war einfach unser Nachteil so. Rüstung, Schwerter waren wir gar nicht so schlecht, wobei selbst da hatten wir noch krassere Sachen. Aber wir hatten halt null Goldäpfel mehr, wir hatten nur noch diese blöden Heiltränke, die halt relativ wenig bringen. Und gegen Feuer hatten wir einfach halt nichts Gutes zu machen. Ja genau, ist halt einfach dumm gelaufen, aber... Ja, man einmal einen Pfeil Bow-Spam und dann brennt man wieder. Das ist halt ein bisschen krass und gewesen. Das hat eigentlich jeder unendlich Pfeile nämlich, das ist halt auch das Ding. Eben, wir konnten jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit die Pfeile dodgen, weil haben halt genug gehabt. Aber so oder so, es war ein fetter Kampf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen dieser Folge und beim ganzen Varo. Und jetzt, Tobi, ich hoffe, dass Varo 5, in einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr oder wann auch immer Varo 5 kommt, dass sie dann auf Minecraft 1. was auch immer die neueste Version dann ist, aber mit dem neuen Kampfsystem eben spielen. Mhm. Und ich hoffe, das wäre mal einfach was Neues auch, eben, dass dadurch nochmal alles ein bisschen resettet wird so und es nochmal spannend wird, weil niemand mehr wieder weiß. Weil ich fand das war das Coolste beim ersten Varo, niemand wusste, wie gut ist Minecraft, weil das da nicht so groß war, das ganze Thema. Und dadurch war es dann voll krass, so immer zu gucken, wie was gewinnt. Und jetzt weiß man halt im Moment, wer bei dem aktuellen Minecraft-System wer da gewinnt. Ja, es ist halt so. Das kann man, also man kann schon direkt, wenn man halt die Teams gesehen hat, konnte man sagen, so, ja, der und der wird weit kommen, der und der wird weit kommen. Ja, bei Stege wusste man, wenn er halt irgendwie einen Fallschaden stirbt oder einen Creeper, dann ist vorbei. Aber ansonsten, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Und aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall mega cool. Ja, freut euch auf Varo 5. Super cool. Genau. Irgendwann geht's dann wieder los. Das war's von Team D Nation. 26 Tage lang haben Tobi und ich hier gekämpft. Auch über Weihnachten und alles weg. Gegeben. Wir haben echt alles gegeben. Und ich glaube, es war ein ganz cooles Ergebnis für uns. Ich glaube, ihr seht das auch so. Das war's von uns heute. Das war's. Nicht morgen bis 12 Uhr. Ich will mal ein neues Leben jetzt während Varo 4. Ja, ist wirklich so. Aber jetzt nicht. Jetzt ist vorbei. Jetzt gucken wir mal bei den anderen ein bisschen bei Varo ein. Und bei Tobi und mir gibt es wahrscheinlich dann neue Videos, selbstverständlich. Tobi, machst du überhaupt neue Videos? Ja, 2017 geht's los. 2017, Tobi Nation, X-Tobi Nation, Qualitätsoffensive, Leute. Müsst ihr mal vorbeischauen. Qualitätsoffensive. Ist in der Beschreibung. Und schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei und abonniert ihn mal. Und Tobi, wir trainieren da mal ein bisschen Minecraft, das neue 1.9, 1.1.1, wie auch immer das heißt. Ja, da kannst du mir das ja ein bisschen beibringen, weil das kenne ich nämlich noch gar nicht. Team D Nation trainiert dann mal ein bisschen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Leute, das war's für uns für heute. Ich glaube, wir haben die 15 Minuten. Vielen Dank für den Support einfach. Das war echt krass. Danke an euch da draußen, Leute. Dass ihr uns auch die ganze Zeit, es war für mich auch, ich habe da auf dem neuen Kanal gestartet. Und Varo war das erste große Projekt eben auf dem neuen Kanal und ihr habt so supportet, deswegen auch nochmal fettes Danke von mir an euch da draußen. Und Tobi, wir haben jetzt noch 20 Sekunden, die wir überbrücken müssen, damit wir den Spoilerschutz sozusagen drin haben, Leute. Weil wir nicht, dass ihr seht, dass die Folge unter 15 Minuten ist und wisst, dass wir schon rausfliegen, sondern wir wollen es immer spannend für euch halten. Ich glaube, die Folge ist echt richtig spannend, gerade weil da nochmal alle Leute irgendwie gejoint sind in der Zwischenzeit. Ja. Aber ja, Leute, das war's. Das war's. Das ist irgendwie voll komisch, einfach so dann jetzt raus zu sein. Das war auch aber immer so. Weil du halt jeden Tag immer damit dich so befassen musst eigentlich. Ja.
und ey, das ist so krass. Jeden Tag überlegen, wer wie weit ist und jetzt auf einmal plopp mit so, zack, ist es vorbei. So, du ja, bist gestorben, so. Dann bist du aus Varo 4 ausgeschieden, zack, vorbei ist es. Aber fett war es auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Auch richtig schön lange. Das war's von uns, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Bis bald. Vielen Dank. Smash noch ein letztes Mal für Team D-Nation. Den Daumen nach oben. Genau. Und macht's gut. Macht's gut. Bis dann.